Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gravatons. Heute packen wir es wie die gute alte PS Vita aus, und zwar die Wasacher Collection. Die wurde vor einiger Zeit mal bei Split Limited vertrieben. Für die Vita, ich glaube auch für die PS4. Gibt es aber inzwischen auch für die Switch. Ich weiß nicht, ob das derselbe Publisher ist oder ob ein anderes rausgebracht hat. Auf jeden Fall hat damals die Vita-Fassung Split Limited rausgebracht. Und ich habe sie mir jetzt auf eBay gekauft, weil ich da nicht so gerne mehr bestelle. Nicht nur wegen den langen Wartezeiten, weil auch der Support da, also man kriegt sehr wenig Informationen. Ich habe auch damals wegen Bud Spencer nicht diese Metallplatte gekriegt, andere schon, ich nicht, obwohl ich lange darauf gewartet habe. Also es war nicht schön da zu bestellen, das mache ich auch nicht mehr. Deswegen habe ich mir das Spiel bei eBay gegönnt. Und sogar aus Deutschland, ich hätte es mir aus Frankreich günstiger bestellen können, aber der wäre der Versand höher gewesen. Und dann käme fast dasselbe raus. Deswegen habe ich es mir aus Deutschland bestellt, bei den guten Matthäus. Grüße an dieser Stelle. Er ist wohl auch ein Vita-Freund. Also falls du das Video siehst, sei gegrüßt, Matthäus. Und alles prima gelaufen. Wir hatten nur ein Problem. Irgendwie war die Postleitzahl von mir verändert worden. Wir wissen beide nicht wie. Und mein Paket ist von Neuwied nach Köln, fast in meine Stadt, wieder zurück nach Neuwied. Falsch sortiert, von wieder falsch sortiert wird. Also fast 2 Wochen unterwegs gewesen. Aber dann doch am Ende Lob hoch, an Daumen hoch am DHL, dass sie es dann doch noch zugestellt haben. Und ja, er hat es mir verkauft. Ich habe es für 65 € gekauft. Und ja, das packen wir zusammen aus. Da war diese Metallplatte dabei. Dann diese Postkarte, die war wohl damals so dabei, wenn man es bestellt hatte. Und dann wieder ein Sorry, weil es so lange gedauert hat. Aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert diese Collection, die wir jetzt auspacken. Die kommt in diesen Karton. Ich habe es schon ein bisschen vorbereitet, dass es nicht so lange dauert. Das sieht so aus, haben diesen Anime-Charakter. Guckt euch mal den Trailer an, den werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und vielleicht interessiert euch das Spiel auch. Gibt schon was länger auf dem Markt, beziehungsweise gab es länger, weil es wirklich ausverkauft da. Aber wie kriege ich denn das hier auf? Kann ich das rausziehen? Ah, hier. Achso, ich kann das rausdrücken. Oh Mann. Einfach rausziehen. Ja, das kommt so. Ich kriege das hier irgendwie auf. Ah ja, okay. Also eins muss man den aber lassen. Coole Collector-Edition können die machen. Lege ich mal hier rüber. Und dann haben wir dann einmal diesen Inhalt. Da haben wir einen Soundtrack, glaube ich. Sehr retro-style-mäßig. Sieht aber cool aus mit diesen Anime-Figuren. Mit 8 Stücken auf Timeless Classic 1 Soundtrack. Ja, den packen wir vielleicht später aus. Dann haben wir ein Artbook. Das gucken wir uns gleich an. Dann haben wir Sticker. Sieht ein bisschen aus wie... ja, ist es. Und das Spiel sogar in Folie. Also so muss das immer sein. Also das vom Release ist natürlich wieder wunderschön gestaltet. An Disney Limited, da kann man nur loben. Aber wie gesagt, mit dem Wartenzeichen. Und der, wenn man da anschreibt, kriegt man nicht immer Antwort und eine Vertröstung. Haben wir diese Sticker. Das erinnert mich ein bisschen an Voltron oder so. Power Rangers. Ein Poster ist das, glaube ich. Das ist dasselbe wie hier auf der Karte. Dann packe ich mal das Spiel aus. Etwas wellig. Dann haben wir, ich habe die 1051 von, oder was? Ne, Nummer 19 habe ich. Sieht so aus, vielleicht seht ihr doch ein paar Bilder ungefähr. So, dann haben wir die Karte. Haben wir einen Wendecover? Nein. Soll ich erst den Soundtrack auspacken oder sollen wir direkt ins Artbook gucken? Ich würde sagen, wir packen auch den Soundtrack aus. Verliert zwar am Wert, die Collection, würde jetzt einige sagen. Aber ich kaufe das ja für mich und ich sage mal, alles muss bespielt werden. Alles muss angehört werden, dafür kaufe ich es mir, nicht nur in die Vitrine zu stellen. Weil, wenn es verpackt lasse, ist zwar schön, wenn du das dann hast, aber man will es doch hören und nutzen. Okay, die Liste ist eher schlicht. Aber trotzdem, die Motive, die sie ausgewählt haben, finde ich cool. Und dann haben wir das Artbook, vielleicht sehen wir noch ein paar Bilder mehr. Das Hardcover, auch sehr gut. Auch vom Papier gefällt mir das richtig cool, die Charaktere. Ich glaube, die kann man alle spielen. Das erinnert mich ein bisschen an diesen Power Ranger Saurier, diesen Langhals, den es mit dem weißen Ranger, glaube ich, gab es, mit dem Tiger. Da gab es dann nachher diesen Langhals. Erinnere mich ein bisschen daran. Da habe ich Power Ranger noch richtig cool gefunden. Damals auch im Kino geguckt mit Ivan Ooze hieß der, glaube ich.
Also, ich weiß nicht, was sie damals zum Release gekostet hat, diese Collector Edition, aber die haben sich echt viel Mühe bei der Gestaltung gegeben mit den Arten, Soundtrack, mit der Box. Also sehr hochwertig finde ich das alles. Dafür mein Lob, aber ich werde trotzdem in Zukunft da nicht mehr bestellen. Ich hoffe dann immer, die Spiele, die ich unbedingt habe. Ich suche noch dieses Mafia-Spiel, diesen Run-and-Gun-Shooter. Auf der Switch oder PS4 gibt es jetzt zwei Teile, dass ich das mal auf eBay günstig kriege. Weil bestellen möchte ich da ungern vor. Auch hier sieht man ein paar Screenshots von dem Spiel her. Also was ich meine, so Bullet-Shooter, Shoot'em Up. Also wenn ihr sowas mögt, wird es euch bestimmt auch gefallen. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an. Ihr bekommt, wie gesagt, diese Edition. Ihr kriegt auch, glaube ich, die Standardfassung auf eBay. Müsst da mal gucken. Also gibt es auch als normale Fassung und halt in dieser Collector Edition. Und als Vita-Spielesammler und Spieler weiß man ja eh, dass man seine Spiele nicht mehr im Geschäft bekommt, sondern wenn es welche gibt, gibt es die bei PlayAsia, bei eBay und anderen Publishern. Und halt noch die Restbestände von älteren Spielen bei Amazon oder gebraucht eben auf eBay. Ja, das war meine Collector Edition. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich für eure Zeit und Kommentare und sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Bis bald, ciao.